Imposter, das ist Wahnsinn. Kotzt mich an. Ich will auch einfach nur mal morden. Ich muss Sachen downloaden. Ich sehe mich schon wieder sterben gleich. Ich sehe es schon kommen. Mike steht schon wieder nur blöd rum. Why? What? Ah, okay. Was da? Die Aufgabe hatte ich noch nie. Ich hab da was gefunden. Gar nicht gesehen. Ich hab den Peter gefunden. Das ist ja frech. Der liegt ganz rechts bei Medbay. Ja, so weit weg war ich denn nicht. Okay, kam irgendjemand beim Reaktor fixen aus der Richtung? Hat irgendjemand was gesehen? Wie weit kann man wenden? Du kannst von der Laboratory... So weit, immer drei Vents sind miteinander verbunden. Genau. Okay. Maxi, wo kamst du her? Weil du standst also schon an dem rechten Reaktor, als ich ankam. Genau, ich kam aber unten vom Thermometer, habe das gerade hochgedreht. Das kann natürlich jeder aber behaupten. Davor war ich tatsächlich da in diese Richtung. Ich war nämlich an kurz vor, vor dem Teleskop da links in der Ecke. Ich weiß, da musst du einmal einen Knopf drücken. Yeah. Ich bin noch jemand da. Die Frage ist halt, wie lange Peter schon liegt. War die Leiche noch warm? Weil wir waren halt am Anfang fast alle längs. Ich habe jetzt nicht Temperatur genommen. Ganz am Anfang habe ich Sven einmal nach rechts rüberlaufen sehen, zusammen mit einer anderen Person. Da aber ich weiß auch nicht, also wer ich das stand, war. Also ich stand unten am Admin-Table, es waren vier Leute im O2 drin, also das war ein Gruppenkuschel. Ja, ja. Und es waren drei Leute im Lab oben rechts. Also machst du einen Imposter? Nee, muss ja nicht. Also muss ja nicht sein. Also kann aber ja nur einer gewesen sein. Keiner hat gesagt, dass er rechts war, oder? War ja doch, Sven, Maxi, Sven, Sven und Peter werden rechts. Ja, ich war ganz am Anfang, also vorm Licht war ich im Laboratory. Genau. Ja, aber das ist doch, also das könnte doch sein, oder nicht? Auch als das Licht wieder anging, kamst du mir aus der Richtung halt entgegen, deswegen. Wo kam ich denn entgegen? Kann ja auch keiner vorher groß von, markiert aus Laboratory. Haben. Ich hab zusammen weil ich Richtung Licht bin. Ich hab zusammen mit dem Pilz das Licht angemacht. Licht halt wieder an, ja. Da hast du nämlich an beide Dinger gecheckt, ob da noch eine Leiche liegt. Als ob ich Medbay selbst konfirmen würde, wo der am Arsch der Welt liegt. Das glaubst du selber nicht. Also Autobahn. Autobahn, Jay, Dizzy, ich und noch einer, es waren vier. Ich war auch da in der Nähe und ich habe das Licht auch angemacht. Mike, Mushroom, Dalu habe ich mir gemerkt. Ja, ich lief überwiegend alleine. Jay, okay, Jay hat sich Dalu gemerkt, der am Admin war, wild. Nein, ich bin links hochgelaufen, ich bin mit euch hochgerannt. Ach, du bist danach gekommen oder was? Ja, ich bin von Admin nach links gelaufen. Na gut, wenn du das sagst, hä? Du wärst doch gerade an mir vorbeigelaufen. Ah, das war ja so klar. Ich habe mal mit den Reporten gewartet, damit das, sorry, bis das Licht an war. Dabei waren Werte gedrückt, Mike ich. Und Mushroom, oder? Oh, ja. Ja, ich habe das Licht gemacht mit Mushroom, ja. Genau. Maxi hat reported. Ja, ich möchte gerne nochmal fragen. Nee, das ist tatsächlich in Electric in der drinne, hinter der Tür. Was war so interessant an der Wand? Dalukat! I hate you! Ah ja. Bist in Electric ganze Zeit gegen die Wand gelaufen bei mir gerade. Und ich hab noch die dunklen Füße gesehen. Nee, alles klar. Oh, fuck. Wo bist du? Aber Maxi, ganz, ganz ruhig jetzt. Hat mich noch jemand anders gesehen? Ernst gemeinte Frage, weil sonst naja, vielleicht Server... Wenn du halt versucht hast, unten links zu laufen, damit man dich nicht sieht wegen den Lichtern, kann ich das verstehen, dass man nur noch unten links gegen die Wand läuft. Das ist schon smart von Maxi gewesen. Also wie gesagt, also ich laufe nirgends gegen die Wand. Warum sollte ich gegen die Wand laufen? Dadurch, wo stehst du denn? Ich bin unten links Baum. Wie bist du da hingekommen? Irgendwer mit Dadosh zusammengelaufen? Wie bin ich da hingekommen? Ja, wie bist du hingelaufen? Ich bin links raus und unten lang. Es wäre auch sehr wild von Maxi, aber das zu behaupten, weil irgendjemand anders Dadosh schon anders gesehen hat, stimmt das nicht. Deswegen sag ich auch, ich glaube, dass er mich sieht, aber das ist dann halt ein Server-Ding. Ich habe Dalu falsch gelesen. Also du schiebst das jetzt wirklich auf ein Server-Ding. Naja, also jetzt hier nicht solche Meta-Plays machen, dass du hier sagst, es war ein Leck oder sowas, weil das ist halt auch ziemlich lame. Naja, ich kann erstmal planen, wie ich will, ja? Und zweitens, okay, Dadosh ist ganz andere Geschichte. Warum sollte ich denn jemanden töten und dann gegen eine Wand laufen? Ich weiß, man dich nicht sieht, weil die Lichter gerade aus waren. Das ist sehr. Ich habe vielleicht ein bisschen zu schnell geklickt. Es könnte auch sein, dass es einfach nur jemand mit der lila Maske ist. Ich habe die lila Maske ja noch auf bei euch. Aber es war sehr lila raus. Ich sag mal so. Ich war Admin links rausgelaufen mit Mushroom. Mushroom ist nach oben gegangen. Kann jemand Jay töten, bitte? Das machst du ja wahrscheinlich gleich. Wahrscheinlich. Ist
Also langsam wird's echt langweilig, ey. Aber okay, also, Sven, Mushroom und ich haben das Licht gemacht. Wir laufen aus Electrical raus, da liegt eine Leiche. Sven kam als letztes in den Raum. Ja, und jetzt ich ist die Frage für mich, dass, ob Sven es gemacht hat. Safe wenn er es machen würde, wäre es aber ziemlich dämlich, in den Raum dann reinzulaufen. Korrekt. Heißt für mich, Dardosh oder Dalukat müsste Imposter sein. Dalu, Dardosh, wo wart ihr? Machst du zuerst? Ja, also ihr könnt es ruhig zuerst sagen. Also ich bin am Anfang nach rechts rausgerannt. Da bin ich mit zwei Leuten unterwegs gewesen. Dann habe ich Maze gemacht, bin von Maze zur Rakete gegangen, bin dann von Rakete Richtung Licht gegangen und ich war nicht angekommen. Also ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Das stimmt aber nicht. Dadurch kann nicht sein, weil ich die Rakete gemacht habe und direkt zum Licht gelaufen bin. Ja, aber wann bist du losgelaufen? Das Licht war relativ lange aus, wie gerade schon gesagt. Das wäre schwieriges Timing, ehrlicherweise. Und erstmal ist der Move trotzdem an Electric, wenn ihr zu viert da standet und die Leiche liegt bei euch. Ja, aber wo ist die Leiche? Die Leiche vor der Tür. Also dann kann doch easy der Letzte den gekillt haben. Ja, ich weiß aber, dass ich es nicht war. Aber dann läuft doch Sven nicht in den Raum rein. Warum und Sven denn läuft nicht? Weg. Er kriegt doch mit euch ein Alibi. Wenn der wegläuft, würdest du doch auch wissen, dass er weggelaufen ist. Da doch schon warst du? Ich bin unten Specimen lang gelaufen, habe die Kiste sortiert mit dem Schädel und dem ganzen anderen Gedöns, habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemacht, bin oben jetzt Richtung Medbay gegangen. Hatte mich gewundert, dass das Licht so lange aus war, aber war mir eigentlich egal, weil ich in Ruhe meine Quest gemacht habe. Ich habe auch eine. Wer ist denn jetzt tot? Also wer ist die Leiche? Jay ist tot und Maxi ist tot. Maxi liegt vor dem Ding. Maxi und Jay. So, wo Jay ist Jay langgelaufen? Jay habe ich zuletzt beim Temperaturding gesehen. Auf der rechten Seite neben Edmund? Ja. Gut, dass Dalu rechts kommt. Also ich vote entweder Dalu oder Dalu. Was meinst du? Mike, ich bin für Mike. Wieder mal. Aber das warum kann soll ich halt jetzt nicht supporten? Hä? Ja, um genau das Dadosh zu sagen. Mike. Es ist Mike. Wieder mal. Ich weiß nicht. Ben, was hast du? Dalu. Mike. Oh, fuck! Leute, wir müssen voten, sonst ist das Spiel vorbei! Ja, warum hast du nicht auf Mike gevotet, Mushroom? Das ist voten nicht! Oh, Mann. Ja, jetzt spielt man vorbei. Also, da muss ich aber auch mal wirklich sagen, warum votet ihr nicht Dardosh raus? Wo das also, gesagt wurde. Ich hab Dardosh gedrückt. Das war die ganze Zeit verdächtig. Nee. Dardosh gewotet wurde, als Maxi gesagt hat, dass er unten links gegen die Wand gelaufen ist. Er sagt, das war ein Serverproblem. Das ist eine total absolute Lame-O-Meter-Sache. Und Dardosh konnte nicht da sein. Außer Maxi und ich. Warum hat das keiner gemacht? Also es waren 7 da, aber es war doch offensichtlich, dass es Dardosh war. Und am Ende hat ihre Lebensstory erzählen können. Also Jay, Dardosh erzählt erstmal so eine halbe Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, wo ich langgelaufen bin. Leute, bei 7 Leuten vote ich halt ungern. Aber als wir nur noch 5 sind... Ja, Jay, warte mal. Als nur noch 5 Leute da sind und ich schon die ganze Zeit Dardosh suspicious ist und ich auf Dardosh gehe und dann Dalukat sich für mich verrät, weil er nicht da sein kann, wo er gesagt hat, was für mich klar ist, sind die beiden. Dass wir da aber nicht uns einigen können, einen zu wählen, ist halt los. Das ist ja der Trick. Ja, aber ihr habt halt auch sehr lang drumherum geprappelt und dann war die Zeit wieder vorbei und dann ist wieder mega Stress gewesen. Das war super Time-Wasting von Dalu, ja. Ja, sie haben beide das gut gespielt. Du musst einen voten. Ja, Peter. Aber ich glaube, Jay regt sich da schon zu Recht ein bisschen auf, weil Jay und Maxi, also gerade Maxi, hat den absolut richtigen Call gemacht mit Dardosh. Und als ob sich Max das Maxi das aussieht. Naja, das kann ja schon sein. Das stimmt auch nicht. Genau, ich habe ihn am Ende dazu gebracht, dass er sich nicht mehr sicher war. Am Ende hat er gesagt, irgendwas lila ist. Er hatte mich am Anfang gecallt. Danach habe ich ihm gesagt, Serverproblem, ich könnte es nicht gewesen sein, ich war unten links bauen, bla bla bla. Und er hat gesagt, ja, es war lila. Aber du warst ja der Hauptverdächtige zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem war er sich nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, immer noch ist das Ganze. Ich verstehe dich, Mike. Alles gut. Ich spiele da so gerne. Wenn 7 Leute noch leben, dann merke ich mir das, was Jay oder Maxi da gesagt haben. Und beim nächsten Mal, wenn es drauf ankommt, nehme ich diese Info. Deswegen bin ich auf Dardosh und nicht Dalu gegangen, obwohl Dalu gar nicht dort hätte sein können. Ja, nee, sag ich. Das Problem war, dass dann nur noch 5 Leute da waren. Ja, das Problem war, dass ihr zu viel Zeit runtergequasselt habt. Nee, das Problem ist, dass ich voten. Es ist ganz egal, wie viel quasseln. Du musst am Ende ein Vote setzen. Ja, aber wenn die anderen die. Wenn er mich gevotet hatte, wäre es ja auch vorbei. Genau. Er wusste ja nicht wen, er hätte die Info nicht bekommen. Du musst dann eine Ansage machen, du hast 2 Namen genannt. Ja, und nee, ich hab Dardosh gesagt. Du hast gesagt, wir voten Dalu Dardosh. Oder Dardosh, wen voten wir? Und am Ende du hast Dardosh. Ich hab Dardosh gesagt, ich vote Dardosh, habe ich gesagt. Ja. Tja, du hast es wohl bis zum Ende geschafft. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn du möchtest, kannst du gerne den Daumen nach oben reinballern oder den Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Das ist ja auch Feedback für mich. Ansonsten, falls du noch was zu sagen hast, kannst du das gerne in die Kommentare ballern. Vielleicht auch ein bisschen Feedback geben oder mir eventuell Tipps, weil ich bin immer noch in Among Us sehr lost, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche eigentlich immer nur ein bisschen zu trollen und ein bisschen Spaß zu haben.
Und naja, so wirklich für die Gruppendynamik, was heißt für die Gruppendynamik? Für das Aufklären von Toten und so. So ein richtiger Sherlock bin ich noch nicht. Aber vielleicht hast du einen Tipp. Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit nach den Videos. Es werden demnächst wieder neue kommen. Die neue Aufnahme ist geplant. Lass es dir gut gehen, lass es euch gut gehen und bis dann. Tschüssi!